Alchemitisch gibt es was Neues. Und damit hallo und herzlich willkommen wieder mal zu Odyssey im Auftrag des Königs 2.5.5.7. Man kann nämlich geschärfte Klingen vergiften. Aber die Fähigkeit habe ich noch nicht. Man kann Mana-Tränke, Heiltränke brauen. Das wird jeder wohl kennen, genau wie spezielle Tränke brauen. Dann Schnaps, wenn, dann gibt es hier noch besondere Pfeile und Bolzen herstellen. Aha, man kann also noch Feuerpfeile und Feuerbolzen am Alchemietisch herstellen. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Dann Schwarzpulver herstellen. Da bräuchten wir bestimmt ein Rezept für. Genau, ich weiß das nämlich. Das ist Salpeter und Schwefel und Kohle. ob es hier Salpeter gibt, weiß ich nicht. Also jetzt im echten Leben Schwarzpulver herstellen. Dann Tabakmischel und Stängel drehen. Okay. Hat denn unser Telem eigentlich Rezepte, um das zu erlernen? Ich glaube nicht. Gucken wir eben noch mal nach hier bei Herrn Telem. Zeig mir deine... Er hat nur Verwandlungszauber, Magie und Ringe. Und ich habe noch 199 irgendwas. Ist auch nicht gerade viel. Hier hat er sogar Kohle. Was kostet so ein Tränkchen? Aber soll's, dann geben wir ihm mal... Dann kaufen wir ihm mal ein bisschen Trank ab. Für ganz gefährliche Geschichten. Können wir ihm denn noch irgendwas verkaufen, damit wir ein bisschen bessere... Damit wir noch einen Trank zumindest brauen können. Schlaf, naja, Schlaf, Schlaf. Hier, Verwandlung Fleischpflanze. Zack. Und dann eintauschen in einem Essenz der Heilung. Dann haben wir nur noch 3 Gold. Oh wei, oh weia. Ja, er bebt und Wunder wirkt der Telem. Ja, dann wollen wir mal zur Salzmine gehen. Auf jeden Fall erstmal gucken, wo die eigentlich ist. Ah, Salzmine, wo könnte die sein? Weil 2 Minen habe ich ja betreten. Eine konnte ich nicht betreten, weil die verschüttet ist. Und das müsste die ganz linke sein. Oder? Oder die in der Mitte. Also wenn es die ganz linke ist, dann ist es erstmal ein Teleport zum Fischerdorf. Ja, dann gehen wir mal in die Richtung. Das sagt uns ja schließlich die Karte. Zur Silbermine. Ach so, zur Silbermine. Ist es die Silbermine oder wie? Die habe ich doch schon betreten. Stopp mal. Um das mal Salzmine. Die brauche ich. Salzmine brauche ich noch. Silbermine habe ich doch schon. Ist das hier richtig? Irgendwie war doch was. Da war nämlich so ein Stein davor. Irgendwie im Felsen. Da ist es noch einen höher. Ich glaube, das war noch einen höher, liebe Leute. Was ist denn das für ein Handweiser? Zur Silbermine. Ach so. Ah, okay. Ja, jetzt bin ich hier an dem Strand bei dem Fischerdorf, das da ganz hinten ist. Und jetzt bin ich auch hier bei diesem verschütteten Höhleneingang. Da steht aber Silbermine drauf. Und wir erinnern uns, bei der erfüllten Mission Silbermine habe ich dem Statthalter schon 5 Silberbrocken gegeben. Ich war aber noch gar nicht in der Silbermine drin. So, wie soll ich in der Rinne kommen? Das ist die große Frage, liebe Leute. So, von hier aus bin ich gekommen, weil das ging so ein bisschen ein paar Serpentinen rum. Vielleicht haben wir von oben irgendwie einen Zugang, das kann ja auch sein. Ja, das macht mich jetzt echt, da kommt man echt ein bisschen durcheinander. Da denkt man, oh, die Silbermine hat man ja gemacht. Dabei war man noch gar nicht in der Silbermine drin. Ach ja. Ah, da hinten ist er, der Schattenläufer. Au, wei, au, wei, au, wei, au, wei, au. Mann, oh, Mann, oh. Ob ich den erledigen kann? Mit meiner Crawler-Rüstung. Und diesem lustigen Schwertchen hier. Oh, weia. Ich glaube nicht. Mich einfach so umgemalmt. Ja gut, okay, dann müssen wir ein bisschen abkürzen. Was ist denn das hier? Ach du liebes bisschen, das ist ja das riesige tiefe Loch. So, ein Jetpack haben wir leider nicht, um da reinzukommen.
Nee, gibt null Zugang. Bloß dieses Loch. Ist dann da ein Wasser unten drunter? Und eventuell sanft fällt? Ach, ich kann das nicht erkennen. Das sieht nicht so aus. Also werde ich da zerschmettert, würde ich da mich einfach da mal so runter begeben. Das ist jetzt doof. Oder vielleicht habe ich was übersehen an dem Stein. Kann ja sein. Vielleicht muss ich hier hacken. Glaube ich aber nicht. So, ich drücke, ich drücke. Drücke, ich drücke. Ich drücke. Nee. Hier läuft nichts, aber da oben ist eine Lücke. Da kommt man bestimmt nicht durch. Und als Fleischwanze sowieso nicht, oder? Gucken wir mal das aus der Nähe an. Unten drunter eine Lücke. Nee, das ist jetzt echt dull. Vielleicht gibt es ja hier einen Schalter. Sesam, öffne dich, Schalter. Nee, auch kein Sesam, öffne dich, Schalter. So, da brauche ich mal Hilfe. Wenn ich in den nächsten Folgen nicht weitergekommen bin, wo ist hier der Haken, um mal hier reinzukommen? Deswegen müssen wir dann halt eben doch die Salzmine aufsuchen. Und wenn ich die gefunden habe, oh weia, das wird ja wohl welche sein. Das wird ja wohl dann... Moment mal. Genau, das wird die da ganz rechts sein. Genau, richtig. In der Mitte war ja die Erzmine. Na, gucken wir mal. Laufen wir dann da mal hin, im Off. Na, und wenn irgendwas Spannendes passieren soll, werde ich euch was zeigen. Bis dahin. So, zur Orientierung. Ich habe mich nach Tamora Burg gebeamt und bin hier an dem ersten Handweiser gekommen zur Salzmine. Also, wir sind hier richtig. Am Fuße der Burg. So, dann gehen wir mal hier entlang. Gucken wir mal. Wo ist die Salzmine? Gucken wir mal auf der Karte. Ja, da laufen wir direkt drauf zu. Entweder, man weiß das ja nicht, ob das hier unten drunter ist oder hier oben, das weiß ich. Da ist eine fliegende Fliege, noch eine. Okay, ja toll. Da hinten war nämlich noch eine. Mann, oh Mann, oh Mann, eine giftige große Fliege. Ach ja, mal wieder was essen. Ach ja, hier so. Ein bisschen Käse, ein bisschen Fisch. Und was noch? Und ein Brot. Und dann soll das erstmal genügen. Ja, dann gucken wir mal. Vielleicht können wir... Ach, das sind kleine Giftfliegen. Aber ich habe keinen Bock, die ganze Zeit von denen mit Gift angespritzt zu werden. Ach, und vielen Dank nochmal für den Tipp. Dass erst in einem späteren Kapitel, ich glaube im 6., dass ich da eine Giftresistenz haben könnte. Ja. Na. Das könnte nämlich sein, dass es noch ein bisschen... Ach so, shit. Mann. Vergessen zu laden. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Seht ihr? Die spritzt mich nämlich mit Gift voll. Das ist nicht schön. Habe ich eben vergessen, den Bogen wieder mit meinen geschärften Pfeilen zu laden. So war das nämlich. Mei, oh mei, oh mei, oh mei. Wo ist denn jetzt die zweite? Ach, da hinten. Oh, mal gucken, ob ich sie irgendwie mit dem Pfeilenbogen ohne Giftspritzerei... Ah, da sind ja noch mehr. So. Concentration. Und so weit reicht das wohl nicht. Nee, passiert gar nichts. Super klasse. Ob ich jetzt mit dem Pfeil oder mit dem Schwert die Giftfliege erledige, bringt nichts. Ich werde immer angespritzt. Das ist übelst
Okay, hier haben wir noch ein paar Waldbeeren. Ach ja, man kann ja auch aus... Genau, aus Beeren kann man nämlich auch lustige Tränke basteln, habe ich gesehen. Okay. Aber ich denke mal, dass es genug gibt, die man noch ernten kann, looten kann. So habe ich dich eigentlich nicht schon. Zu holen. Okay. Wo ist die Anne? Die Anne ist da. So, los, komm her. Versuche ich es mit einem kleinen Seitenausfallschritt. Ja, natürlich daneben. Gift. Ah, Gift, Gift, Gift. Das. Nee. Mensch, ich hab doch den Rucksack. Nee, den Schlafsack. Wieso leg ich den hier nicht hin und schlaf mal eine Runde? Oh. Ja, ja. Dann schlafen wir jetzt mal eine Runde. Nur ein bisschen. Bis. Mittags schlafen, so. Genau richtig. Das ist ja lustig. So, dann muss ich auch meinen Schlafsack wieder aus Ziegenfell wieder mitnehmen. Nicht zu holen. Darf man auf gar keinen Fall vergessen mitzunehmen. Oh ja. Okay, muss ich mir auch noch angewöhnen mit dem Schlafsack. Aber das nächste Problem ist, wo geht's zur Salzmine? Den Handweiser haben wir gefunden. Moment, Moment, Moment. Was leuchtet da? Da leuchtet was. Das sind aber nicht die Jäger Markus und Hans. Das sind Orksöldner. Nein. Was ist los? Oh, weia, Orksöldner. Mann, oh Mann. Wieder eine randvolle Bulle an Orksöldnern. Erst mal gucken, wo sind hier die, die am nächsten sind. Ja, richtig. Die haben bestimmt die Salzmine besetzt. Du wärst was? Jetzt bist du dran. Ach so, die können da auch. Ah, Moment. Einfach mal ausprobieren hier. Ja, die haben mich schon. Dämlicher Mistkerl. Die können da nämlich auch hoch. So, ich habe mich ein bisschen fernab von dem Orklager begeben. Weil ich hier nämlich noch. Nein, du sollst schlafen gehen. Weil ich hier nämlich noch Scavenger und. Sag schon. Giftfliegen gesehen habe. Und das ist richtig gut. Und dann kann ich halt eben mal bis zum Sonnenaufgang schlafen. Und mich regenerieren. Meine Pfeile auf. Nee, ich mach die alle mit dem Ding im Säbel. Richtig, ja. So. Mal gucken. Irgendwo war da noch was. Da ist noch eine kleine Giftfliege. Trifft nicht, trifft nicht. Die ist auch zu hoch. Ah, jetzt. Ja. Okay. Die ist geschafft. So, also mal gucken, was hier noch in der Nähe ist. Hier nicht. Also die Orksöldner. Und hier sind Waldscabbies. Da sind noch giftige Fliegen. Wo sonst noch was in der Nähe? Nee, nur der Waldscavenger. Aber ja. Es gibt wieder Federn für meine Pfeile. Ah, da ist er. Und noch mehr Waldscavenger. In diesem Bereich war ich noch nicht. Ich melde mich wieder, wenn ich das hier bereinigt habe. Das wird ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, weil hier gibt es noch jede Menge und das ist auch gut so. Also, bis gleich. Da ist ja noch einer. Okay. Dann nehmen wir den Baumstamm hier als Deckung. Guckt so Lunz so um die Ecke. Das war cool. Perfekt. So, kommt noch was auf uns zu.
Dann dürfte das mir mit den Waldscavengern das alles wohl gewesen sein. Ja. Gucken wir mal. Ja, das sieht bereinigt aus hier. Jetzt geht's an die Orkswelt nach Obaya. Oder auch nicht, je nachdem, wie die Traute bei mir ist. Weil die sind ja sofort dabei und schießen mich ab. Die große Frage ist, wie locke ich die raus, wenn ich doch wüsste, wo, wer, wie, wann, was machen könnte. Hier ist ein dicker, fetter Baum. Gucken wir mal. Ein bisschen nach vorne. Warten ab, bis einer sagt, das ist erledigt. Du wärst besser ja, genau, nicht hierher gekommen. Gucken wir mal. Nein, nicht mit dem Bogen. Ah ja, da ist schon einer dabei. Ich will erstmal gucken, wie die reagieren. Oder doch mit dem Bogen? Oh. Ja, das wird eine einmalige Situation sein. Weiß nicht, können die mich auch durch den Dings klippen? Ich glaube ja. Nee, das wäre nicht so gut. Dann würden die ja... Wenn ich durch die... durchs Zelt... Ah, nee. Wäre nicht angezeigt. Wäre nicht angezeigt. So was Doofes jetzt aber auch. Aber einer hat doch gerade... gemacht. Okay, nee. Klappt das jetzt nun oder nicht? Doch. Der in der Mitte. Der wird getroffen. Also es werden welche getroffen. Alles klar. Na also, klappt doch. Kommst du jetzt da rum? Nö, ne? Wir sprechen uns noch. Gucken. Ja, wird getroffen. Ja, so ein Zelt, so eine Zeltplane ist ja nicht... Oh, oh. So eine Zeltplane ist ja nicht... unbedingt die stabilste. Ich habe geschärfte Pfeile, also von der Logik her passt mir das. Oh, jetzt aber. Jetzt passt mir das aber hier von der Logik her gar nicht. Oh, hier ist noch eine dicke Buche. Oh Mann. Nein! Shit! Hat doch so gut begonnen. Okay, gleiches Szenario wie eben. Dann müsste ich das besser einteilen. Bleiben die da hängen. Okay, wenn ich jetzt mal hinter das Zelt gehe, vielleicht kommen die dann hier noch durch. Na? So wie eben. Das wäre schön. Naja, gut. Versuchen wir das mal. Und hier. Wir werden keine Orbsölden angezeigt. Ah ja. Jetzt. So. Gleiche nochmal. Jetzt haut er wieder ab. Okay, auf jeden Fall hat er einen im Visier. Auch wenn... Moment mal, dann nehmen wir doch mal gleich den hier. Wenn ich die Maus bewege und... Aha. Das ist doch mal... Nee, da muss ich mal direkt drauf gehen. Weiß ich ganz genau, hat einen im Visier, obwohl nichts angezeigt wird über den Söldnern. Oh. Oh, da ist einer wieder ums Eck gekommen. Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, auf den lasse ich mir erst gar nicht so ein. Ich krieg dich noch. Ja, wo denn? Du jetzt wärst abgehauen. Besser nicht hierher gekommen. Oh, er ist noch da. Eben schnell speichern hier. Ah, da ist er. Versuchen wir ihn dann mal irgendwie mal...
Okay. Ah, immer wenn ich falsch bin, dann bin ich falsch und hau mal nochmal drauf. Oh, jemine. Okay, den haben wir erstmal direkt geschlachtet. So, da war nochmal die Stelle richtig. Die haben sich bestimmt regeneriert. Ja, sowas Doofes aber auch. Gucken wir mal, wie lange wir schlafen. Bis mittags. Jawohl. Upsi daisy daisy, upsi. Okay, Schlafsack Ziegenfell speichern. Aha. Okay. Sind wieder plötzlich da. Verdammt, ich mach dich fertig. Jetzt bist du dran. Einer ist noch im Zelt. Ach du liebes bisschen, nee. Tageszeit abhängig, die Stellen. Mhm. Auch schön. Na ja, mal gucken, vielleicht komme ich ja noch einzeln ran an ihn. Das war's für dich, Penner. Ich werde das Ganze mal von der anderen Sache von der anderen Seite mal angreifen. Und zwar, wo ich ein bisschen bessere Sicht habe. Und zwar hier. So, und dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn wir. Jetzt bist du. Okay, der eine schießt. Der andere kommt hinterher. Gut. Dann werden wir mal hier in Richtung Felsen gehen. So schießt der eine noch. Da hinten ist er. Okay. Na, der hat mich noch getroffen, dieser Sack. So, auf ihn mit Gebrüll. Genau, da hat er seinen letzten Brüller gegeben. Haha, sehr schön. Ja, dann war das schon mal ganz gut, die Taktik. Meine Taktik besteht jetzt darin, erstmal zu scannen, zu scouten, wie viele Ork-Söldner denn schon verletzt sind. Die stehen jetzt auch ganz anders, das ist wohl tagesabhängig. Mal wie immer, vielleicht sollte ich mal herauskriegen. Oh, der ist ganz gut verletzt. Der Linke. Herausfinden, wo die stehen. Jetzt bist du dran. Ja, genau, richtig. Wenn sie am Lagerfeuer sitzen, glaube ich. Na, kommt einer? Ne, das ist nur einer, der stehen bleibt und schießt. Ach nee, da. Oh, die sind gut getarnt. Die sind gut getarnt. So, Felsenwand. Na, ist er da? Da ist er ja. Oh, das ist auch noch ein schwerer ist das. Wollen wir mal gucken. Es ist nicht so einfach. Aber Rückenschläge sind wohl am besten, wenn Roland mal ein bisschen schneller zuhauen würde. Die haben sogar Schilde, aber mit Schilden kämpfen die nicht. Und frühmorgens gucken wir uns jetzt an. Also bis zum nächsten Morgen schlafen. Mal gucken wir uns mal, wie sie sich jetzt positioniert haben. Aha, gar nicht großartig. Jetzt schauen wir doch mal, inwieweit Ork-Söldner verletzt sind, aber nicht mit dem Schwert, sondern überhaupt. Also da ist ein Ork-Söldner, der ist noch unverletzt. Er ist unverletzt. Ja, ich habe natürlich geschlafen, dann haben sie sich natürlich alle regeneriert.
Doof. Mal gucken, vielleicht kann ich ja die Situation mit dem Zelt wieder hervorrufen. Na? Ja. Schnell. Oder schaffen wir das so? Um das Zelt herum? Nein. Okay. Ah, du bist schon gut verletzt. Jetzt wird auch angezeigt. Näher. Ah. Gucken. Ah, er hat ihn noch im Visier. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo sind die anderen? Jetzt bleiben sie wieder hängen. Sehr schön. Lass mal gucken. Er hat einen im Visier. Er hat auch einen im Visier. Wird nur nichts angezeigt. Den hat er im Visier. Das ist ja vielleicht eine lustige KI. Ah, Mann. Näher rangehen. Normalerweise hat es doch geklappt. Aha. Wollen wir mal gucken. Den auch noch? Na, wo bist du denn? Ja, es gehen zwar Pfeile drauf, aber dafür ist es für mich die effektivste Methode, hier die Orks-Heldner zu vernichten. Aha, da bleibt er hängen. Sehr cool. Der ist so doof, geht noch in die Ecke rein. Na, komm. Ja. Nee, doch nicht so ganz. Oh, jetzt. Oh, shit. Mist. Weggenommen. Das heißt, nicht weggenommen, sondern schnell was trinken. Nein! Okay. Ach, Roland, bist du langsam. Ich glaube, ich muss mal die Wendigkeit mal brauen. Jawohl, so muss das sein. Ach ja. So, wieder ans Lager herangepirscht. Schauen wir mal. Aber von der anderen Seite. Hier sehe ich nichts. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Lebt der? Wenn das nämlich der Fall ist, mal voll drauf dribbeln. Der schläft, der Orksöldner schläft, Leute. Das wird lustig. Achtung, fertig. Haut auf. Okay, auch dieser Orksöldner ist erledigt.
Also, das ist kein Zugang zu irgendeiner Mine, wie ich es angenommen habe. Also zur Salzmine, sondern einfach nur ein Orksöldnerlager. Aber so wie es aussieht, habe ich doch noch nicht alle erledigt. Oh, beschwert. Okay, da ist einer. Auch noch einer sterbend am Liegen. Ja. Schön. Jetzt werde ich mich nochmal vergewissern. Ist wirklich hier alles ausgeräumt? Und hier gibt es ein bisschen was zu trinken. Hallo? Holder. Hallo? Was ist das? Gürtel des Schutzes. Gleich mal anlegen. Ach, hier gibt es noch rohes Fleisch. Bratenes Fleisch. Ja, das ist doch schön. Jetzt haben wir die Orksöldner auch hier in diesem Lager eliminiert. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und lasst einen Kommentar hin. Gucken, das Feuer lässt sich leider nicht. Nö, ich dachte, man könnte sich hinsetzen. Ja, ich sage an dieser Stelle tschüss und ich gucke mich noch mal ein bisschen um, ob wirklich alle Orks-Söldner erledigt sind. Ciao!